Hallo Leute, willkommen im neuen Video zu mir. Und diese Woche nehme ich euch mit auf eine Fastenwoche, weil ich habe überlegt, dass ich meinen Körper entgiften will, wegen verschiedenen Gründen halt. Und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt ein paar Tage zu fasten. Also ich glaube, ich mache jetzt nicht ganze Woche, aber dafür halt 6 Tage. Und ich habe jetzt schon angefangen, jetzt zum Beispiel ist schon 19 Uhr. Habe jetzt den ganzen Tag eigentlich nichts gegessen, außer halt Wasser und goldene Milch habe ich ein bisschen getrunken. Und hey, ich muss sagen, diese Woche oder dieses eine Mal, also ich habe es jetzt schon mehrmals gemacht, dieses eine Mal habe ich irgendwie gar keinen Hunger auf irgendwas. Normalerweise habe ich immer so Cravings. Ich merke, dass ich Bock habe auf irgendwas zu essen, aber ich habe nicht dieses Bedürfnis von Hunger irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das so ist. Aber normalerweise habe ich immer so die ersten 2 Tage bin ich total hungrig und total müde. Aber jetzt bin ich irgendwie, also so als wäre ich normal. Sogar jetzt bin ich irgendwie, ich bin komplett wach auch so. Und ja, ich habe überlegt, ich mache Wasserfasten. Aber ich habe jetzt doch umüberlegt, weil ich habe jetzt ein paar, also ich beschäftige mich schon damit, aber ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Und ich mache jetzt doch kein Wasserfasten. Also Wasserfasten ist nur, wenn man komplett nichts isst, sondern nur Wasser trinkt und so. Und ich esse jetzt doch was. Und zwar so kleine Sachen, so wie eine Suppe. In dem Video werde ich euch halt mitnehmen, wie die sich anfühlt, beim Fasten zu sein. Und ja, ich werde jetzt euch jetzt zeigen, wie es mir jetzt geht und dann halt nach einer Woche. Ich mache gerade eine Suppe, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber auf jeden Fall werde ich die gleich pürieren und dann essen. Und ja, so ist die Suppe geworden. Die ist eigentlich ziemlich lecker. Ich habe, glaube ich, nur ein bisschen zu viel Salz reingemacht, aber sonst gefällt mir eigentlich nicht. Ist auch richtig scharf. Heute ist Tag 2, das war ein Fastentag. Und wir haben jetzt morgens, man kann es ja da hinten sehen, so die Sonne geht schon auf. Ich bin eigentlich ganz gut aufgewacht und habe dann auch danach meditiert und so, habe mein Gesicht ein bisschen massiert und so. Und jetzt, weil ich habe ja gesagt, ich mache kein Wasserfasten. Ich habe gerade so, das ist ein Apfel, also ein ganzer Apfel und dann habe ich den gebraten, also leicht angebraten mit so Gewürzen. Weil es eigentlich ganz wichtig ist, dass man warme Sachen zu sich nimmt. Wir sind jetzt hier in Frankreich angekommen. Also ich bin schon jetzt seit einer Stunde hier oder so, weil mein Vater hier so ein Grundstück gekauft hat und da bauen wir jetzt so ein kleines Häuschen drauf und ich helfe ihm halt dabei und ich zeige es euch gleich. Also ich laufe hier rum, ich habe gerade Wasser geholt, weil ich halt voll viel Wasser trinken muss, während ich faste. Ja, hier ist richtig nice, hier ist so richtig abgelegen. Und hier gibt es auch voll viel Wald und so. Richtig gut zum Spazieren. Und ich glaube, ich gehe nachher noch ein bisschen so laufen. Also ich selber fühle mich eigentlich richtig gut noch. Also vom Fasten. Also ich bin nicht müde oder so. Ich hatte vorhin vielleicht ein bisschen Hunger, so eine Stunde nachdem ich gegessen habe. Aber nachdem ich so Wasser getrunken habe, dann ging es eigentlich voll. Und jetzt verrichte ich auch so schwere Arbeit, trage Hölzer und so Sachen. Und es geht eigentlich auch voll. Also ich bin nicht so irgendwie, dass ich irgendwie müde werde oder so. Das ist eigentlich voll nice. Ich esse jetzt gerade noch so eine Mango. Mit ein bisschen Meersalz. Schmeckt. Ich esse jetzt noch so Cashewnüsse. Die kann ich noch essen. Ich glaube, Früchte muss ich essen. Nicht so gleich verdaulich aus. Sieht jetzt richtig nice aus. Außerdem merke ich, dass ich schon jetzt ein bisschen müde werde. Also jetzt nicht im Kopf, aber irgendwie so sind alle meine Bewegungen richtig langsam. Also nicht so langsam, aber auf jeden Fall langsamer, als ich es gewohnt bin.
Und ja, also ich fühle mich nicht erschöpft, aber einfach nur langsam. Übrigens mache ich es auch so, dass ich eine Woche lang komplett von Social Media, also abgetrennt bin. Also ich habe die Apps gelöscht. Werde jetzt auch eine Woche dran darauf nicht zugreifen. Also ich mache sozusagen Dopamin-Detox. Das ist einfach, wo ich viele Sachen, wo mir Dopamin geben, einfach weglasse. Deswegen schaue ich auch kein YouTube an. Also ich schaue nur YouTube an, wenn es wirklich sein muss. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas lernen will oder so. Oder halt, ja, eigentlich nur wegen Lernen. Aber jetzt nicht so Clips oder so, die ich kurz anschauen kann oder die mir jetzt so weiter auf längere Sicht nichts bringen. Das lasse ich für eine Woche weg. Und ja, jetzt wo ich was Kleines gegessen habe, also so die Mango und die Nüsse, geht es eigentlich schon gut. Aber jetzt fühlt es sich nicht mehr so langsam an. Also die ganzen Sachen. Ich glaube, mein Kopf geht eigentlich voll. Da kann ich noch so normal denken. Aber jetzt mit meinem Körper geht's eigentlich, läuft jetzt eigentlich alles wieder so schneller, wie es davor war. Ich bin jetzt im Wald. Ich hab eigentlich noch was dazu gegessen. Ich habe noch eine Mango gegessen. Und eine Gurke, also ein bisschen von der Gurke, ja, also ging eigentlich, ja, irgendwie hatte ich schon arg Hunger, aber das ist ja normal beim Fasten, muss man ja irgendwie überkommen, so, vor allem die ersten zwei Tage sind ja eigentlich die schwersten, aber, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt zu viel gegessen habe oder nicht, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt länger mache, dann ist auch egal. Ich habe halt jetzt hier nicht viel zu tun, deswegen bin ich hier spazieren. Meine Stimme ist halt auch voll so low irgendwie, weil ich irgendwie nichts esse. Ja, aber auf jeden Fall habe ich nichts zu tun, weil der Zimmermann macht eigentlich alles. Er baut eigentlich alles auf, deswegen bin ich hier im Wald am Spazieren. Ich hatte auch bis vor kurzem noch Kopfschmerzen, so leichte. Aber jetzt, wo ich im Wald bin und ein bisschen laufe, geht es eigentlich voll. Das ist eigentlich komplett weg, also finde ich. Und ja.